Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video zum Thema die Matrix und mein ganz individueller Ausstieg mit Hilfe des kreativen Quantenbewusstseins. Es wird ja viel über die Matrix geschrieben und auf vielen anderen Wegen publiziert. Die Matrix, die uns alle gefangen und in Unfreiheit hält. Die eine Matrix, die für alles Übel auf der Welt verantwortlich ist. Aber was würdest du sagen, wenn ich dir hier mitteile, dass es die Matrix, also die eine Matrix, die für alle gilt, gar nicht gibt, dass auch die in die Welt gesetzte Definition der einen Matrix, die für uns alle gilt, genauso ein Trick ist, wie vieles, vieles andere auch. Ein weiterer Schachzug, um dich durch diesen Glauben in der Matrix fest gefangen zu halten. Denn wenn ich das glaube, dann habe ich überhaupt keine Chance auf irgendeinen Ausweg. Solange wie ich glaube, dass es die eine Matrix gibt, die für alle gilt, verstärke ich höchstens noch dieses System, weil das schließlich ein geistiges System ist. Wenn ich weiß, dass die Matrix ein geistiges System ist und ich die Gesetze der Energie kenne und auch wie sich Bewusstsein entwickelt, dann wird mir das ganz klar, wie ich durch diesen Glauben, dass es die eine Matrix gibt, immer fester darin eingebunden werde, quasi mich selber dadurch an die Matrix kette. Und je mehr ich dann versuche, davon loszukommen, umso fester werde ich damit verbunden bleiben. Das hat eben mit den Energiegesetzen zu tun und damit, wie sich Bewusstsein überhaupt entwickelt. Und natürlich mit unserer tief sitzenden Konditionierung, dass wir permanent unseren Fokus nach außen hin lenken, beziehungsweise unsere Aufmerksamkeit permanent ablenken lassen, quasi kidnappen lassen. Aber fangen wir mit den Energiegesetzen an. Denn geistige Klarheit ist Grundvoraussetzung, wenn ich überhaupt für mich einen Ausweg aus der Matrix finden will. Denn innerhalb des Systems, da finde ich den nie. Wie funktioniert der Prozess bei der Energie? Nun, im Grunde ganz einfach. Dahin, wo ich meine Aufmerksamkeit gebe, das wird verstärkt und das wird mehr, das wächst. Und zwar ist dieser Prozess völlig neutral. Das ist einfach ein Prozess. Da ist es völlig egal, wie ich das meine oder wie ich das auch gerne hätte. Dahin, wo ich meine Aufmerksamkeit gebe, das verstärke ich, ob bewusst oder unbewusst. Oder mit einem Ausspruch aus der Quantenphysik: Beobachtung erschafft Wirklichkeit. Und zwar ist es da völlig egal, aus was für einem Grund ich etwas beobachte, also aus was für einem Grund ich irgendjemand. Also nochmal, das kann ich mir gar nicht oft genug klar machen. Es spielt keine Rolle, aus was für einer Motivation heraus ich irgendetwas beobachte und meine Aufmerksamkeit dahin gebe. Dieser Prozess wirkt völlig neutral und sachlich. Wenn ich irgendetwas beobachte, so wie die eine Matrix, dann wird das mehr, dann wächst das. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich mit der Aufmerksamkeit meine Energie dahin gebe und wo die meiste Energie ist, das wächst, verstärkt sich und wird mehr. Je mehr Menschen also ihre Aufmerksamkeit auf die eine Matrix lenken, die eine Matrix kritisieren und von mir aus auch darüber schimpfen, umso mehr Energie fließt dahin und umso stärker wird die. Weil dieses geistige System oder diese Bewusstseinseinheit dann immer mehr mit Energie angereichert wird. Und weil dieser Prozess völlig neutral funktioniert und es keine Rolle spielt, wie das gemeint ist, ist es im Grunde genommen kontraproduktiv, wenn ich da übermäßig viel Aufmerksamkeit
und Beachtung hingebe, weil ich ja dann dadurch genau das, was ich im Grunde loswerden will, immer mehr verstärke und zum Wachsen bringe. Das, was ich beobachte, wo ich meine Aufmerksamkeit hingebe, das wird halt mehr und wächst. Wie ich das meine, spielt keine Rolle. Das funktioniert genauso neutral wie bei der Energie des elektrischen Stromes. Bei einer Steckdose. Wenn du in eine Steckdose den Stecker der Kaffeemaschine steckst, nun, dann läuft die Kaffeemaschine, weil die mit Energie versorgt wird. Wenn du aber in die gleiche Steckdose den Stecker eines Staubsaugers steckst, weil du dem deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, nun, dann läuft der Staubsauger. Auch bei diesem Prozess ist es völlig egal, wie ich das meine und was ich gerne hätte. Stecke ich in die Steckdose den Stecker der Kaffeemaschine, dann läuft die Kaffeemaschine. Und wenn ich 100-mal gerne hätte, dass der Staubsauger läuft. Im Grunde genommen ist die einzigste Möglichkeit, um so ein System zu schwächen, der, dass ich einfach meine Aufmerksamkeit abziehe, dass ich der ganzen Sache gar keine Beachtung mehr schenke. Das ist aber für uns aufgrund unserer Konditionierung recht schwer, weil wir alle gelernt haben, dass wir uns auf das Negative fokussieren müssen, das irgendwie loswerden müssen, aus der Welt schaffen müssen und dann wird sich automatisch das Gute zeigen. Obwohl das von den Energiegesetzen her gesehen völliger Quatsch ist und gar nicht funktionieren kann. Diesen Prozess hat auch schon einer der alten Griechen, also der weisen alten Griechen, in einem einzigen Satz beschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ich glaube Plato, der gesagt hat, wenn du etwas erreichen willst, dann befasse dich nicht damit, was du nicht willst, sondern zieh deine Aufmerksamkeit ganz davon ab und lenke 100% deiner Aufmerksamkeit auf das, was du dir wünschst. Wenn du dir das jetzt vorstellst wie zwei Energiekugeln, die eine ist die, die du dir nicht wünschst und die andere ist die, die du dir wünschst, dann ist das natürlich Blödsinn, pausenlos Energie in die Kugel zu geben, die ich mir gar nicht wünsche, weil die dann immer stärker wird und immer mehr wächst. Ist also irgendwie schon alleine von der Logik her völliger Quatsch. Aber wir haben das eben alle völlig verdreht beigebracht bekommen. Immer nach dem Motto, wenn du ein Problem hast, dann befasst dich möglichst intensiv mit dem Problem und nicht mit der Lösung. Wenn du wieder an diese beiden Energiekugeln denkst, wird dir sofort klar, wie unpraktisch dieser Weg ist, den wir alle gelernt haben. Denn es ist viel sinnvoller, einfach die gesamte Energie vom Problem abzuziehen und hundertprozentig auf die Lösung zu lenken. Weil ich möchte ja schließlich, dass die Lösung mit Energie versorgt wird. Ich hoffe, es ist jetzt ganz klar geworden, warum es einfach logisch ist, der Matrix möglichst wenig Aufmerksamkeit zu schenken, da möglichst wenig Energie reinzustecken. Am besten die gesamte Energie abzuziehen und dann eben der Lösung 100% Aufmerksamkeit und Energie zuführen. Aber wie gesagt, das ist nicht so einfach, weil wir eben darauf konditioniert wurden, unsere gesamte Energie immer fälschlicherweise in das Problem zu stecken. Der nächste Punkt, den ich mir ganz klar machen muss, ist der, dass es die eine Matrix gar nicht gibt. Das hat was damit zu tun, wie sich eben Bewusstsein entwickelt. Viele von euch haben sicherlich schon mal von dem kollektiven Bewusstsein gehört. Also das Bewusstsein, was die Gesamtheit von allen Einzelteilen ist, also was global wirkt. Im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen, dass jeder von uns als Mensch ein individuelles Bewusstsein hat, also ein Einzelbewusstsein, sag ich mal, ein Anteil, der sich dann zusammensetzt in der Gesamtheit zum kollektiven Bewusstsein. Das einfach mal so einfach erklärt, um sich das besser vorstellen zu können. Denn im tiefsten Grunde gibt es nur ein einziges Bewusstsein und alles ist Bewusstsein. Aber wir können uns das eben leichter vorstellen,
wenn wir uns sagen, dass das kollektive Bewusstsein die Summe von allen individuellen Bewusstsein ist. Und da die Matrix auch ein geistiges System ist, gilt das natürlich auch dort. Wir könnten also sagen, dass sich die kollektive Matrix zusammensetzt aus den individuellen einzelnen Anteilen, die von jedem Einzelnen von uns aufgrund unserer Konditionierung in dieses Gesamtsystem hineingegeben wird. Und jeder Einzelne von uns hat über einen langen Zeitraum, in dem wir konditioniert wurden, über viele Generationen, seine Energie pausenlos in dieses System zu geben, in dieses geistige System. Und weil das völlig unbewusst abläuft, eben aus unseren tiefsitzenden Konditionierungen kommt, bemerken wir das normalerweise nicht. Hier passt auch das Wort normalerweise, weil wir eben darauf genormt wurden. Und weil wir eben immer unseren Fokus nach außen lenken, übersehen wir den Punkt, der die wahre Macht beinhaltet. Denn die wahre Macht liegt bei jedem Einzelnen. Wenn jetzt in diesem Moment jeder Mensch in der Lage wäre, seine Aufmerksamkeit einfach davon abzuziehen und auf die Lösung zu lenken, dann würde auch da die Energie hinfließen und das System würde von einer Sekunde auf die andere zusammenbrechen, weil einfach im gleichen Moment keine Energie mehr zur Verfügung stehen würde, um das System aufrechtzuerhalten. Die Macht liegt also in Wirklichkeit, wenn ich mir die Prozesse genau ansehe, nicht bei diesem angeblich so starken, scheinbar so starken System, sondern die Macht liegt bei jedem Einzelnen. Deshalb stimmt auch der Ausspruch, dass jeder Einzelne gebraucht wird und dass jeder Einzelne als Machtfaktor eine wichtige Rolle spielt. Denn je mehr Menschen aufwachen und sich diese Prozesse ganz bewusst und ganz klar machen, desto weniger Energie fließt in dieses System und umso mehr Energie fließt in eine neue Welt, in eine wirklich lebenswerte, wünschenswerte Welt. Doch um solch eine wünschenswerte Welt auch Wirklichkeit werden zu lassen, so dass wir sie erleben können, muss jeder bei sich selbst anfangen. Sich diese Prozesse völlig klar machen, immer wieder, am Anfang vergessen wir das immer wieder. Das gehört aber dazu. Das gehört einfach zum Aufwachen. Und dann ganz bewusst die Energie in eine andere Richtung fließen zu lassen. Das bedeutet aber in der Praxis, dass ich zuerst einmal wieder die Verantwortung für mein individuelles Bewusstsein übernehmen muss. Dass ich mir ganz klar mache, dass ich da die Macht habe, und zwar nur ich, wohin ich meine Aufmerksamkeit gebe, wohin dann meine Lebensenergie fließen soll, was ich mir wünsche, was mehr werden soll, was lebenswerter ist. Ich muss mich also erst einmal wieder selbst ermächtigen, dass ich das überhaupt merke, dass ich entscheide, wohin meine Aufmerksamkeit fließt. Und dann beginne ganz bewusst meinen Fokus wieder nach innen zu legen. Denn da fängt alles an, innerhalb vom Bewusstsein, von meinem individuellen Bewusstsein. Und von da aus entwickelt sich dann eben alles nach außen. Das heißt ja nicht umsonst, wie innen, so außen und nicht umgekehrt. Und der praktische Weg ist dann eben so. Ich gehe wieder mit meiner Aufmerksamkeit nach innen, löse da mit Hilfe des kreativen Quantenbewusstseins alle Konditionierung einfach auf und transformiere sie und dann beginnen die von alleine in meinem Leben zu wirken. Aber das bedarf eben am Anfang etwas Disziplin, sag ich mal. Das geht nicht von alleine. Ich muss das ganz praktisch machen und ich muss das anfangen zu leben. Das Verstehen, das nützt mir gar nichts. Denn sonst wirken meine Konditionierungen einfach von tiefster Ebene automatisch weiter.
Da die tiefsitzenden Konditionierungen, weshalb die Matrix überhaupt funktioniert, weil jeder einzelne von uns als einzelnes individuelles Bewusstsein seinen Teil dazu beigibt, ist es natürlich logisch, dass wir auch nur auf dieser Ebene wirkliche Veränderungen bewirken können. Und da bietet sich eben das kreative Quantenbewusstsein von mir super an, weil das kinderleicht ist, du das ganz praktisch machen kannst und vor allen Dingen du das sofort spürst. Du merkst das sofort. Und zwar sehr deutlich. Aber ich will da hier nicht weiter drauf eingehen. Ich blende einfach hier das komplette Lernprogramm ein. Dann kannst du das in Ruhe ansehen. Oder wenn du Lust hast, auch die ganze Playlist von mir zum kreativen Quantenbewusstsein, wo also viele geführte Übungen auch drin sind. Ich schreibe das unten in die Beschreibung rein. Dann brauche ich das hier nicht alles nochmal und nochmal und nochmal durchzukauen. So, ich hoffe nun, dass dir klar geworden ist, dass wir, wenn wir weiterhin aufgrund von unseren erlernten Konditionierungen uns im Leben verhalten und unsere Aufmerksamkeit pausenlos abgeben und vielleicht sogar noch in die Dinge stecken, die wir eigentlich loswerden wollen, weil wir gar nicht merken, dass wir sie dadurch verstärken und dass dir auch klar ist, dass der Weg bei dir anfängt. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, dir etwas mehr Klarheit darüber zu verschaffen, wie dieses geistige System überhaupt funktioniert und vor allem, wo die Macht von jedem Einzelnen von uns liegt. Für deine Zukunft und dein Leben wünsche ich dir wie immer von Herzen alles Gute.